Ja, es ist nicht leicht. Es geht darum, bleibt der Mensch von heute Opfer, Opfer bleiben oder Mensch werden? Das ist die große Frage. Eigentlich ist alles gesagt, wenn die letzten über 1100 Sendungen und alles haben ja eigentlich wirklich alles x-fach erklärt. Zum Beispiel auch so Dinge wie, die wir jetzt nochmal so auf den Punkt bringen können, wie was eigentlich Evolution bedeutet, ganz einfach. Für die Mutter ist das Kind ziemlich viel Ich. Die Kinder der Schwester, die Nichten, sind auch ein bisschen Ich und werden deshalb oft unterstützt. Das heißt, alles in der Evolution ist darauf abgezielt, wer Teile seines eigenen Genoms über Verwandte in die Zukunft bringt, von dem ist was da und alles andere stirbt aus. Und leider ist seit 400.000 Jahren ein anderes Erfolgsmodell entstanden in der Evolution, nämlich ein Mensch, der bewusst gute Absichten hat, nicht bewusst aber irgendeinen Zentralirrtum glaubt, mindestens einen oder viele, einen Zentralirrtum mindestens glaubt, aufgrund des Zentralirrtums dann aber bei bewusst bester Absicht faktisch Schlechtes tut, das Leben der anderen Menschen ruiniert, aus dem Ruinieren des Lebens und Lebensglückes und der Reduktion der Glückserlebnisse und Glücksmomente der anderen Menschen, zum Beispiel eine erhöhte Konsumsuchtneigung, eine Kaufsuchtneigung gegenüber Schokolade, Zuckerprodukten, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Medikamenten, Drogen oder anderen Dingen resultiert, Urlaubsreisen und was auch immer. Ja, das sind alles die Zusammenhänge. Das heißt also gute Absicht, nicht bewusst einen Zentralirrtum für Wahrheit halten, das Leben der anderen Menschen zerstören, nicht bewusst zerstören, davon große eigene Profite haben, Ressourcengewinne und dabei eben auch Zugang zu den höchstwertigsten Samenzellen und Eizellen und zur besten Nahrung und so weiter. Dadurch Ausbreitung in der Evolution solcher Modelle und solcher Familientraditionen mit Zentralirrtümern, überwiegend vorteilbringend für die eigene Sparte, überwiegend nachteilbringend, NIs, also vorteilbringende Irrtümer, VIs, nachteilbringende Irrtümer, NIs, für die Restwelt, die jeweilige Restwelt. Und dieses Erfolgsmodell hat sich durchgesetzt. Das heißt, nicht bewusst schädigen sich die Opfer von heute gegenseitig kaputt in den üblichen Gesellschaften, in dem Gesellschaftsmüll, der seit den letzten 400.000 Jahren existiert. Und der einzige Weg daraus ist eben der Weg unserer Bücher, die eben
Richtung Gemeinwohlland, Richtung Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde gehen und Richtung des Schutzmantels gegen all die Zentralirrtümer. Also man wirbt erst einmal gegen einen Schutzmantel gegen diese unser Leben zerstörenden Zentralirrtümer. Das schafft aber nur die klügste Person von 10.000. Und wir müssen froh sein, wenn vielleicht irgendwann in einem Gemeinwohlland die klügste Person von 100.000 Menschen ist. Und wir haben ja die Hoffnung, dass auch die eine oder andere superkluge Person gleichzeitig auch superreich ist und dadurch wir das Gemeinwohlland auch werden überhaupt erst einmal kaufen können. Ne? Ja, und die Werbung uns der Werbefirma des Weltrates, die Werbeannoncen, ich kann sie selbst leider nicht sehen bei Google, weil ich selber persönlich nach meinem Aussteigen, nachdem ja die Zentralirrtümer auch die ersten 35 Jahre meines Lebens, mindestens 35 Jahre meines Lebens völlig ruiniert hatten und auch meine Gesundheit angegriffen hatten und so weiter durch den Zentralirrtum zum Thema Hochleistungssport, dass ich darauf reingefallen bin und so weiter. Und ja, also auf jeden Fall ist mein Leben auch zur Hälfte zerstört und geworden durch eben dieses kranke System und diese kranke Welt, die eben kein Gemeinwohlland ist und eben kein funktionierendes Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes der Erde ist. Ja, und wie gesagt, und nur die Finanzkräftigsten des Internets kriegen überhaupt die Werbeannoncen der Werbefirma gezeigt. Und da muss es dann eben, müssten die Annoncen, die müssten so, ungefähr so sein, zum Beispiel hier eine Annonce, wenn also jemand, also praktisch nur Milliardäre, Millionäre und andere sollen diese Annoncen überhaupt sehen, Leute, die also Mega-Yachten in Auftrag geben wollen oder Weltraumflüge buchen wollen oder ja alles so Zeichen dessen, dass jemand oder Villen kaufen wollen oder so, also Zeichen, dass jemand so viel Geld hat, dass für ihn Geld überhaupt keine Rolle spielt, der kann sich dann auch die Bücher leisten, die er mit einer Spende von pro Band von 998 Euro einhergehen. Und zum Beispiel heißt es dann in der einen Annonce hier, Schluss mit Verzicht auf Glück. Das schafft schon mal das normale Opfer gar nicht. Das normale Opfer ist darauf programmiert, was, ich bin doch schon viel zu glücklich, ja, noch mehr Glück, dann wird es mir ja so schlecht gehen und so weiter. Also das ist durch Zentralirrtümer so erfolgreich manipuliert, dass es diese 1-10% an Glückserlebnissen, die diese kranke Welt in uns noch übrig gelassen hat, ja schon für, oh, ich bin ja total zufrieden und glücklich hält, ne? Aber so ist das, wenn man von Kindheit an Stück für Stück jeden Tag einen Millimeter mehr sich lernt abzufinden damit, dass es hier kein Glück mehr gibt, dass alles, was wirklich glücklich macht und wirklich Freude macht, nach und nach verschwindet aus dem Leben des Neugeborenen sozusagen, dann kommt es eben zu einer Gewöhnung, diese höchstens 1-10% des naturgegebenen Glückes, das sei dann schon das Leben. Ne? Also wer schafft das überhaupt, darüber nachzudenken? Ja, Schluss mit Verzicht auf Glück.
10.000 Opfer kommen jeden Tag vorbei und einer kauft dann das Buch. Eine kluge Person, die klügste Person, kauft das Buch. Und das ist zwar traurig, aber so ist das. Und wir können vor allem das Opfer nicht, die ganzen Zehntausenden, also die ganzen 99,99% Opfer der Menschheit, können wir nicht, die wollen ja gar nicht sozusagen, die können gar nicht erkennen, dass sie Hilfe bräuchten und Unterricht bräuchten durch die Bücher und so weiter. Und dann ist das halt so, ne? Also, ja, und Paradies der Reichen und Schönen, ja, ob das so glücklich ist, denn eigentlich müsste es heißen Paradies der Klugen und der Klügsten erst einmal, denn das Reich, das und schön, das ist so eine Floskel, die wir auch so nebenbei haben laufen lassen, aber eigentlich geht es natürlich um das Paradies der Vernünftigsten und der Klügsten. Schluck Wasser. Und auf jeden Fall geht's das ist das Gemeinwohlland sicherlich dann alles ein Paradies der Klügsten, Reichsten und Schönsten, weil das natürlich das einzige wirklich funktionierende Land der Erde sein wird. Ne? Ja, Weltrat der Weisen, neues Buch, ja, das für die obersten 10.000, ja, eben für eben, ja, wobei ich, wie gesagt, schon froh wäre, wenn von den 83 Millionen Deutschen dann am Ende 800 von den 100 Millionen aus dem deutschsprachigen Bereich etwa dann 1.000 im Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes ankommen würden. Das wäre dann ein Mensch von 100.000. Und wenn wir weltweit von den 8 Milliarden Menschen am Ende in einem Gemeinwohlland die 80.000 Klügsten der Erde zusammenkommen würden, das wäre schon ganz toll. Das wären dann die klügste Person unter 100.000 Menschen. Also mehr als die klügste Person von 10.000 oder 100.000, so in diesem Bereich. Mehr um mehr geht es nicht und mehr ist auch gar nicht möglich. Ja, ja, aktuelle aufrüttelnde Analyse in dem Buch, aber natürlich ja eben das Buch als die Bibel der Naturwissenschaft. Letztens haben mich religiöse Menschen angesprochen und denen habe ich das so erklärt. Ja, eure religiösen Bibeln, die laufen darauf hinaus, dass wir da appellieren dahin in Richtung, liebe Leute, praktiziert doch Nächstenliebe, praktiziert Akte der Nächstenliebe, seid moralisch, praktiziert Akte der Nächstenliebe, und faktisch ist die Welt eine Hölle geworden, weil eben, wie ich vorhin beschrieben habe, das Erfolgsmodell der Evolution daraus bestand, guter Absicht zu sein, man will Akte der Nächstenliebe praktizieren, glaubt aber mindestens einen Zentralirrtum, hält den fälschlicherweise für Wahrheit, praktiziert darauf ein schädliches Verhalten, das unser aller Leben, das Leben der anderen Menschen zerstört. Daraus resultieren maximale Profite für die jeweilige Sparte und die maximalen Reproduktionswahrscheinlichkeiten, Fortpflanzungswahrscheinlichkeiten für die Träger dieser Zentralirrtümer, und daraus wird dann also quasi trotz den religiösen Bibeln wurde eine Hölle auf Erden kreiert, weil eben nach der Erfindung des ungelenkten Tauschhandels vor ca. 400.000 Jahren das neue Erfolgsmodell der Evolution eben sich ausbreitete und die ganze Welt jetzt beherrscht. Und jetzt unsere
Bibel der Naturwissenschaften, das neue Buch, ja, die neue Bibel der Naturwissenschaften, dreht alles um, ist, und sagt, nein, wir können ein gutes Land und Lebensglück nur wiederherstellen, wenn wir Akte der Nächstenliebe, Gutes tun, nicht mehr moralisch fordern, über die religiösen Bibeln, was ja erfolglos war, völlig erfolglos war, weil das Erfolgsmodell der Evolution ein anderes war. Wir müssen ein neues Erfolgsmodell der Evolution erzeugen, indem wir die Akte der Nächstenliebe mit gutem Geld, mit staatlichen Verdienstzuschüssen so hoch belohnen, dass etwas anderes sich nicht mehr rechnet in der persönlichen Ressourcengewinnungsbilanz sozusagen des einzelnen biologischen Organismus sozusagen. Und dadurch, also die Bibel der Naturwissenschaften, legt die Grundlage für das Gemeinwohlland, das Botschaftsgelände Köln, das ersten Gemeinwohllandes der Erde, und für den Schutzmantel gegen die Zentralirrtümer, die unsere Leben zerstört haben und immer wieder zerstören wollen. Denn wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, dass gleich alle 200 Staaten der Erde das Gemeinwohlland nachahmen werden. Ja, vielleicht doch, ne? Wer weiß, vielleicht geschehen ja Wunder, Zeichen und Wunder. Ja, also, und das ist dann die einzige Chance, wie ein Mensch vom Opfer zum Menschen wieder werden kann. Ne? Ja, und ich hoffe auch, dass es irgendwie gelingt, also den Schutzmantel gegen die Zentralirrtümer habe ich da, ja. Natürlich bin ich aber auf die Zentralirrtümer, so die ersten 35 Jahre meines Lebens, ja vollständig auf die Zentralirrtümer hereingefallen und deren Opfer geworden. Und die Folgeschäden habe ich jetzt immer noch. Ab 2. August beginnen die Herzoperationen, die Hochleistungssport-Herzschäden versuchen sollen zu korrigieren. Und mal gucken, ob das Gesundheitssystem mich da entsprechend ruinieren wird weiterhin oder ob ich das irgendwie überlebe. Mal schauen. So, und die zweite Annonce hier bei Google, Google AdWords, also wird den Milliardären und Millionären ausschließlich denen eingeblendet, wenn die also Suchen tätigen. Wenn reiche Menschen also im Internet Suchen tätigen, die also typischerweise nur Milliardäre tätigen und Millionäre tätigen. Die nächste Annonce, Augenöffner für die Wahrheit, ja. Das schaffen ja diese 10.000 Opfer, die immer jeden Tag vorbeikommen, schaffen ja gar nicht, sondern Wahrheit, die halten all die Zentralirrtümer für Wahrheiten und das war's dann. Ja. Bis 100-mal mehr Glücksmomente, genau, also je nachdem, ob wir irgendwo zwischen 1 und 10, das sind natürlich alles nur Schätzwerte, aber so zwischen 1% und 10% der von Natur aus möglichen Glücksmomente gönnt uns dieses kranke System noch als Restbestand und ja, treten Sie Ihr Glückserbe an. Ja, man kann sagen, die Natur hat uns eigentlich Glücksmöglichkeiten eingebaut, die bis 100-mal mehr Glücksmomente ermöglichen würden. Und in diesem Sinne, das Glückserbe anzutreten, ja, kann man, ob die Formulierung nun so doll ist, ne? Naja gut. Das Buch für die oberen 10%, ja, ich würde sagen, es ist noch krasser für die oberen 0,001%.
oder so, ja, also für den klügsten von 10.000 Menschen auf der Welt. Ja. 10.000 Opfer und ein klügerer Mensch. Und da, für den ist das das Buch. Und dann für die klügsten von 100.000 gibt es vielleicht dann eine neue Realität. Nicht nur den Schutzmantel gegen die Zentralirrtümer, sondern auch eine neue Realität im Gemeinwohlland oder im Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde. Ne? Einziger Weg zum besten Leben, ja, das ist die Tatsache nun mal. Bin ich gespannt, das müsste es. Ach so, da ist noch was. Habe ich gar nicht gesehen. Dann muss ich das nochmal. Leben im 194. UNO-Staat, ja, das Gemeinwohlland soll ja dann, muss ja dann auch Mitglied 194. UNO-Staat werden und 31. NATO-Staat. Man sieht ja, wie sehr die Ukraine darum ringt. So nach dem Motto, wären wir schon NATO-Mitglied gewesen, würden wir jetzt nicht abgeschlachtet werden. Leider ist das als Schutz heutzutage in dieser verrückten Welt nötig, dass man sich einer solchen, leider natürlich sehr aggressiven Organisation anschließt. So, dann nochmal hier dann eine dritte Annonce. Mal gucken, oh, das ist jetzt schon zu groß. Oh, ja, so können wir das machen. Ne? Ja, Glück, Zentralirrtümer enttarnt. Ja, so circa 30 ganz große Zentralirrtümer. Da müsste dann in den beiden Bänden. Das ist der Ausstieg aus dem Opferdasein, ist da möglich. Aber nur, wie gesagt, für die Allerklügsten. Für die anderen ist leider nichts möglich. Ja. Die neue Bibel der Naturwissenschaften vom Weltrat der Weisen. Ja, und das ist ja, von den 20 Profs des Weltrates. 90% Glück vorenthalten, 90 bis 99% des Glücks werden dem normalen Opfer eben durch diese kranke Welt vorenthalten bisher. Und es geht darum, diese über 90% Glück wieder zurückzugewinnen, aber das ist leider nur den Allerklügsten möglich. So, das bestrezensierte Buch, die Rezensionen haben wir ja vorgelesen. Jetzt gucke ich nochmal hier. Jetzt, da muss ich, glaube ich, auf die normale Größe gehen, weil das sonst nicht lesbar ist. Glück in dem Ausmaß erleben, das die Natur ihnen eigentlich gönnt. Ja, genau. Die für diese klügste Person unter 10.000 oder unter 100.000 Opfern, ne? Die eine klügste Person, die heraussticht. Darum, für die geht es darum, Glück dann in dem Ausmaß wieder erleben zu dürfen, das die Natur ihnen eigentlich gönnt. Schonungslos belegt. Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Sind Sie so glücklich wie vermögend? Ja, lieber Milliardär, sind Sie da ganz sicher? Wenn nicht, bestellen Sie für die lächerlichen Peanuts von pro Buch 998 Euro, was ja kein Geld ist, sondern für sie gerade mal Peanuts ist, einfach das Buch, das ihren Glückslevel ihrem Vermögenslevel anpassen wird können. Ne? Ihr natürliches Erbe, ihre natürlichen Glücksmöglichkeiten können sie durch das Buch wieder entdecken. Das Buch zeigt echte Perspektiven dazu auf. Buch für die oberen 10%, na, das ist eigentlich falsch. Wie gesagt, für die oberen 10% eines Prozentes oder eines Promilles, ne, so eher so, ja, 10% eines Promilles, das wäre dann einer von 10.000, ja. Das wäre also Buch für die oberen 10%.
eines Promilles der Menschheit zeigt schonungslos auf, wie Umstände ihr Glück sabotieren. Ja, das ist aus einer der Rezensionen, glaube ich, ein ganz guter Satz da entnommen worden. Buch als Weckruf für die Vernünftigen und Vermögenden. Tretet euer natürliches Erbe an. Ja, wenigstens ihr, wenn schon die ganzen Opfer das nicht können, traurigerweise. Und man quasi sagen muss, ja, die Opfer werden als, die sind halt als Opfer geboren und werden als Opfer sterben müssen, weil ihr Gehirn überhaupt diese Bücher gar nicht an sich ranlassen kann. Ne? Die Klugen, das erkennt man immer, die kommen direkt auf mich zu bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ich arbeite morgens immer ehrenamtlich für den Weltrat, dann nachmittags ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit für das neue, für die neuen Bücher. Kombiniere das gleichzeitig mit einem kleinen Live-Musikkonzert auf den schönen Plätzen Kölns sozusagen. Und ja, und abends kümmere ich mich noch um das Arbeitsgebiet Tischtennisunterricht. Und ja, und so, dann schauen wir doch noch mal, was hier sonst noch so war. Ja, da ist, das ist ja unser Plakat, wie es auch dann da draußen ist, ja. Wie es, aber da kann ich eigentlich auch das hier nehmen, ja, genau, das Plakat für die klügsten und oberen 10.000 von den 20 Profs des Weltrats. Die Leute kommen dann, lesen das kurz und sagen, ja, als Klügster sind die automatisch neugierig. Da reichen dann ein paar Sätze, dann erkennt sich klug, zu klug erkennt sich. Die brauchen oft gar nicht viel reinlesen. Manchmal lesen sie rein in das Buch oder in die Rezensionen. Oft brauchen sie es gar nicht. Klug zu klug versteht sich sehr schnell. Und dann kaufen die das und dann war es das. Ja, also nur dieses oberste. Der klügste von 100.000 Menschen, der klügste von 10.000 Menschen. Da werden wir was retten können. Alles andere sind Opfer, die es weiterhin sich die Hölle auf Erden bereiten werden. Und wir können nur gucken, dass wir davon so wenig wie möglich hoffentlich betroffen werden können in einem Gemeinwohlland. Ja, also die Zentralirrtümer, wie sie uns alle, die Sparten, die aus ihnen kommenden Zentralirrtümer, vorteilbringenden Irrtümer für die jeweiligen Sparten, Nachteil bringend für den jeweilige Restwelt. Aber die VIs gehören natürlich zur Großgruppe der ZIs, der Zentralirrtümer. Alles voll von oben bis unten mit diesen Zentralirrtümern aus den verschiedenen Sparten. Und ja, hier kann man die Evolution zeigen. Ja, ich versuche ja hier dieses Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde, anzuregen. Und ja, einige Leute sind ja jetzt kurz davor, dann mit dem zweiten Buch zu beginnen. Und ja, nee, alles, was so. Ja, Vernunft ist wirklich nur etwas für, das war Richard Dawkins, sein Geniestreich, warum er zwischen Charles Darwin und Weltrat noch erwähnt werden muss, vielleicht neben Stephen Hawking, weil er erkannt hat, dass hier quasi dieses neue Erfolgsmodell eben bedeutet, als Rechtsanwalt Zentralirrtümer lernen, die Mitmenschen schädigen, dadurch die größten eigenen Ressourcengewinne machen haben, aber bewusst beste Absicht haben, Zentralirrtum glauben, schlechte Taten tun,
das Leben der anderen zerstören, größte eigene Ressourcengewinne haben, größte Fortpflanzungswahrscheinlichkeit in der Evolution haben. Und Lösung, es wäre sauberer, für eine Gesetzesänderung zu sorgen, ja, für eine gemeinwohlorientierte Gesetzesänderung gemäß der GGK, der GGKombi, des Weltrates als neuem Gesellschaftssystem, also Gemeinwohlland statt sozialmarktwirtschaftliches oder kapitalistisches Land. Ja, im Paradies der klügsten, reichsten, schönsten Leben. Ja, der Gehirnrückgang, da gibt es ja noch andere Bilder auch so. Ja, und hier nochmal, ja, zu den Büchern, die hier einige Rezensionen, alles mal in der falschen Richtung. Sie können ja alles, wenn Sie wollen, stoppen, obwohl hier können Sie es nicht. Stoppen und dann lesen. Da muss ich erst wieder weggehen, ja. Ja, also, ja, für die klügsten und oberen 10.000, ja, aber nur für den klügsten unter 10.000 Menschen. Gucken Sie sich um. 10.000 Menschen, die Sie so sehen überall. Bei vielen sehen Sie ja auch, dass sie total Opfer sind, wenn dann die Leute kommen mit 50 Kilo Übergewicht, 100, 200 Kilo Übergewicht an Ihnen vorbeilaufen. Da sehen Sie schon dieses zerstörte Leben schon rein körperlich. Und bei denen, wo Sie das nicht am Körper sehen, da ist es irgendwo anders. Die nehmen dann vielleicht Drogen oder Alkohol oder Zigaretten oder ja, Medikamente oder was. Man sieht ja nicht immer, durch was die Menschen Opfer sind. Man sieht es nur bei denen, wo der ganze Körper schon deformiert ist und sie völlige Wracks sind, die natürlich überhaupt keine Chance mehr haben auf ein wirklich umfassend glückliches Leben, die einfach nur völlig zerstörte sind. Ja, also, ich hoffe wieder nachher bei der Öffentlichkeitsarbeit wieder, dass wieder wie täglich durchschnittlich eine Person, eine von den 10.000, die klügste Person, wieder die Bücher mitnimmt und ja, anders geht's nicht. Ja, ansonsten verweise ich auf die ganzen anderen Sendungen und die ganzen Homepages und so weiter. Es ist ja alles gesagt. Ja. Ich gehe vielleicht nochmal zum Schluss auf die Seite hier. Da war doch, das fand ich doch noch ganz witzig hier. Dann geht er mal dahin, ja. Dass es da noch mehr so Bilder gab. Wo waren die denn? Ach ja, da nehmen wir doch die. Ja, da ist es nochmal so mit der Evolution des Gehirnes gewesen, ja, dass wir eigentlich 1,5 Liter und dann eigentlich Tendenz 1,8 Liter hatten und dann aber hier der Absturz der letzten 400.000 oder letzten um die 50.000 Jahre von 1500 auf, also wenn wir nicht vor 400.000 Jahren den ungelenkten Tauschhandel erfunden hätten als die entscheidende, den entscheidenden Zentralfehler der Menschheit, dann hätten wir hier wahrscheinlich schon 1600, 1700 Milliliter gehabt, also 1,7 Liter Gehirn gehabt. Aber stattdessen war der ganze Aufstieg schon abgeflacht und hier knallt es dann in den letzten circa 50.000 Jahren schon mal runter von 1500 auf 1300. Der heutige
Anzug und Kragen und Krawatten-Depp sozusagen der Menschheit. Das ist der Normalzustand jetzt. Und da eben nur der Vernünftigste von 10.000 hat eben dann ein größeres Gehirn, eher ein 2-Liter-Gehirn als ein durchschnittliches 1,3-Liter-Gehirn. Ja, hier haben wir auch wieder diesen Rückgang auf die 1300, ja, 1500 Rückgang auf 1450, Rückgang auf 1300. Ja, ungefähr irgendwo in den letzten 50.000 Jahren spielte sich das ab. Und die Verblödung der Menschheit, ja, die Degenerierung der Menschheit am Rollator und so weiter, ja. Na gut, aber das so viel reicht ja da. So, dann also, ja, tschüssi, bis demnächst.